Ich habe heute vor, mit euch eine Swatches-Party zu veranstalten. Und zwar habe ich das Thema Lippenstifte gewählt. Weil viele haben auch gefragt, was habe ich für Lippenstifte oder was haltet ihr von der Idee dieses Videothemas. Und viele haben gesagt, ja klar, mach es mal und dann können wir sehen, wie das auf deine Lippen wirken und was du zu sagen hast und was ich für Farben besitze und, und. Und ich habe ja sehr viele Lippenstifte. Ich habe so um die 36 Stück, also das ist für mich sehr viel. Und ja, ich zeige sie euch in mehreren Teilen. Das heißt, ich werde heute anfangen mit ein paar Catrice-Lippenstifte. Danach werde ich die Essence-Lippenstifte drehen. Und dann habe ich gedacht, so gemischte Sachen wie von MAC, Rival de Loupe und P2, also so ein Mischmasch sozusagen, muss ich erstmal schauen, wie ich das mache. Aber auf jeden Fall gibt es einen Mischmasch in dem zweiten Teil und dem dritten Teil. Aber das, was ich fest eingeplant habe, sind heute erstmal die Catrice-Lippenstifte. Ja, genau. Und wir fangen auch direkt an. Ich werde jetzt immer nach und nach einen Lippenstift auftragen und es euch natürlich zeigen, wie es heißt und oder sagen, wie es heißt und zeige dann halt, wie das auf den Lippen wirkt und was ich dazu zu sagen habe. Ne? Gut. Ich wünsche euch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich muss gucken, dass ich auch einiges hier bereit halte, damit ich auch die Lippen, auf meine Lippen abschminke. Und ja, ich wünsche euch sehr, 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 sehr viel Spaß dabei. Ich hoffe, es ist irgendeine Farbe dabei, was euch interessiert und ja, und dass ihr das euch mal anschauen könnt. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Lippenstift und ich wünsche euch sehr, sehr viel Vergnügen. So, ich habe jetzt einen Lippenstift drauf gemacht. Wie gesagt, wir fangen heute mit Catrice an. Und ihr seht, dass ich hier einen Lippenstift trage, der so nur so einen leichten Gloss hinterlässt, aber keine Farbe. Und zwar ist das der Tinted Lip Glow Balm von Catrice aus dieser neuen Verpackung. Das sieht so aus, also pink. Ich bin mit denen, von der Pflegewirkung ist okay, aber da es so ein Lip Glow, Tinted Lip Glow Balm ist, sehe ich hier kaum so eine Farbabgabe, was es eigentlich sollte. Wie gesagt, das von der Pflegewirkung ist okay, das könnte ich nur glatt als Pflegebalm, als Pflegelippenbalm gelten lassen, aber ihr seht, ich habe nur Glanz, aber keine Färbung auf den Lippen. Ja, also ich habe mir ein bisschen mehr von erhofft, dass das noch ein bisschen pinkiger wird. Nicht so krass pink, aber ein bisschen pinkiger. Weil es sind diese Lippen, diese Tinted Lip Glow Balms, sollten der BH mehr den Lippen anpassen, tut es aber, naja, leider nicht so dolle. Und ich werde euch einmal mal ranzoomen, nochmal ganz kurz. Also ich sehe da keinen Farbunterschied oder eine Farbveränderung, deswegen, ja. Und ihr seht hier, hier nur die Lichtreflexe, ansonsten ja, ist es okay für eine Lippenpflege, aber für ein Tinted Lip Glow Balm ist das nicht so berauschend. So, als nächster Lippenstift ist der Ultimate Lip Glow an der Reihe. Der hier ist etwas anders, der gibt einen sehr, sehr schönen leichten Farbton ab.
Er ist so, sticht so ein bisschen rötlich, pink. Und da sieht man auch, dass er auch wirklich Farbe an den Lippen, dass die Farbe so jetzt dunkler geworden ist durch den pH-Wert der Lippen. So sieht das Ganze aus. Da ist nicht so viel an Pflege drin. Also der erscheint hier ein kleines bisschen matt, aber es klebt und bappt nicht aneinander. Aber man merkt schon auf den Lippen, dass da eine leichte Pflegewirkung ist. So. Und ich finde den schöner und besser aus dem alten Sortiment als der Tinted Lip Glow Balm von Catrice. Also ich finde den schöner, weil man aufgrund dessen auch viel kombinieren kann. Wenn man nicht weiß, was trägt man denn für eine Lippenfarbe, dann kann man die hier nehmen und dann passt, weil es passt nämlich zu allen Looks, die man schminkt. So wie heute habe ich auch ein Look aus dem Lidschatten Glowberry und aus dem Lidschatten Woodwind. Und ja, also passt das auch gut zueinander, finde ich. Genau. Also so sieht das dann aus, leicht rötlich-pink in der Richtung. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen so gefällt und ich hoffe, dass ich einige Informationen rüberbringen kann. Ja, weiter geht's mit dem nächsten Lippenstift und zwar aus der Ultimate Shine Reihe. Habe ich eins, der heißt 010 Good Nudes und ihr seht, dass es hier kräftig schimmert. Ich zoome euch einfach mal ran. So sieht das aus. Also verzeiht, dass es unordentlich ja, aufgetragen wurde. Aber das soll ja halt nur ein Swatch sein. So sieht das aus. Ich mache ein bisschen mal das Tageslicht weg. Und zwar ist das, oder beziehungsweise soll es ein Nude sein. Aber da, wie ihr seht, sind so kleine, oder schon sehr, sehr viele silberne Schimmerpartikel drin. Also das ist schon eher spacey als nude. Aber ich finde sowas mal sehr, sehr interessant zu tragen. Warte, ich zoome euch ein bisschen raus, dass ihr das sehen könnt. Und, oder ich mache das mal eben so, dass ich das Licht ein bisschen wegmache. So ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Auf jeden Fall ist das so Nude mit silbernen Schimmerpartikeln und es ist, wie ihr seht, schon sehr spacey als Nude. Und ich benutze diesen Lippenstift auch gerne nur als Highlighter für die Lippen. Das heißt, ich werde oben und unten das ein bisschen auftupfen und das dann auftragen. Natürlich muss darunter ein matteren Lippenstift sein, sodass ich die Highlights hier oben und unten setzen kann. Aber für die, die sich trauen, so einen Lippenstift zu tragen, können das gerne machen. Ich habe es auch mal gemacht. Nur das soll nicht so dick aufgetragen sein wie jetzt, was ich jetzt gemacht habe, aber das soll ja in der Kamera ein bisschen gesehen werden, sozusagen. Und ja, finde ich auch sehr gut. Es pappt auch nicht auf den Lippen. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Wir haben da sehr, sehr schöne Farben. Also kann ich echt nicht meckern. So, als nächstes habe ich den Ultimate Shine 180 Meat Violetta. Und ja. Und das ist genauso ähnlich wie der Good Nude, nur dieser hier, der schimmert sehr, sehr ja, dezent. Also der ist nicht sehr hoch pigmentiert mit diesen Silberpartikeln drin.
Das ist so ein schönes Violett-Fliederton. Und den benutze ich auch gerne als Highlighter oder also für die Lippen. Oder ich trage den auch mal so ganz, ganz, ganz leicht mit einem Lippenpinsel. Und ich finde diesen hier wirklich super schön. Ich finde auch, dass solche Lippenstifte so ein bisschen optisch die Lippen auch größer macht. Und ich zeige euch den mal jetzt in der Nahaufnahme. Der leuchtet auch, wie ihr seht, noch so ein bisschen Blauschimmer. Also der hat noch so einen leichten Blauschimmer hier, wie ihr seht. Also ist wirklich hübsch. Also ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. So, jetzt der nächste natürlich. Ich habe jetzt wieder eins aus der Ultimate Shine Reihe, aber aus der Reihe Gel Color. Die 040 Don't Fair So Sheer. Und das ist so ein wunderschöner Peach-Ton. Und ich liebe diesen Lippenstift, weil der, wie gesagt, auf Gelbasis ist. Der sieht aus wie ein Lipgloss. Es geht in der Farbe in Richtung Peach. Und ich liebe den, weil man den ohne Spiegel auch zack, zack auftragen kann. Und das ist so ein ja, Coral Peach Ton. Ich finde den sehr, sehr gut. Den trage ich zu jedem Look, den ich mal schminke. Hier könnte der zum Beispiel auch gehen, weil der auch so schier ist. Und ja, ich zeige den euch wieder. Wartet. Gehe ich mal ganz langsam daran. So. Also wie ihr seht, so ein leichtes Coral-Peach-Ton und der glänzt ziemlich schön. Also es ist eine Mischung aus Lipgloss und Lippenstift. Und den finde ich super toll. So, jetzt kommen wir zu der Serie mit diesen schwarzen Verpackungen. Ich habe jetzt aufgetragen die 050 Princess Peach und es kommt den von der Farbe Don't Fair So Sheer. Kommt der ein bisschen näher ran an die Farbe, weil der auch so Peach ist, dieser hier. Und der hier ist Peach Koralle, also das andere. Und der hier ist sehr, sehr kräftig in einem Pfirsichton. Und ich mag den auch sehr, sehr gerne. So sieht er aus. Jetzt habe ich ein bisschen übergemalt, sehe ich gerade. Und der ist auch wirklich sehr, sehr schön. Und ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Hier zu diesem Look, den ich habe, würde der jetzt nicht so gut zusammenpassen, da er sehr, sehr kräftig ist. Aber das macht die Lippen so ein wunderschönes, macht die Lippen so wunderschön voluminös. Also es erscheint ein bisschen voluminös durch diese kräftige Farbe. Und ja, ist eine sehr frische Farbe. Und wie ihr seht, auch schön glossy. Und ja. Ich liebe diese Farbe sehr, sehr, sehr.
So sieht das nochmal im Ganzen aus, damit ihr nochmal so ein kleines bisschen Eindruck habt. So, bei der nächsten Farbe bitte nicht erschrecken. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr krass, diese Farbe. Ich habe mich auch dementsprechend damit vertan. Ich trage das nur, wenn Karneval oder Halloween oder sonst was ist. Aber das traue ich mich überhaupt nicht in dem im Alltag zu tragen oder auf einer Festivität oder so. Also schaut es euch an. Das ist die Farbe 060 Oh Juicy. So sieht das aus. Nicht erschrecken. Das ist ein sehr, sehr kräftiges Neon-Orange, also kein Peach, kein Nix, sondern richtig kräftiges Neon-Orange. Und ich traue mich da nicht wirklich mit dieser Farbe rauszugehen, sei es auf einer Festivität oder sowas, was ich gerade gesagt habe. Also wirklich sehr, sehr außergewöhnlich, sehr ungewöhnlich für mich. Es ist auch kein Fehlkauf, weil es nicht gut auf den Lippen, also es fühlt sich gut an auf den Lippen. Es ist kein Fehlkauf in dem Sinne, aber ein Fehlkauf wegen der Farbe. So sieht das aus im Ganzen. Also wirklich, wirklich gewöhnungsbedürftig, oder? Was meint ihr? So, die nächste Farbe ist ein Tod Nude. Das ist, oder sieht aus wie so tote Lippen. Das ist die Farbe 240 Hey Nude. So sieht das jetzt vom Weitem aus. Und jetzt zoome ich euch wieder ran. Und so sieht die Lippenfarbe vom Namen aus. Also ihr seht, sehr, sehr, sehr hell, sehr tot-nude. Aber ist auch mal so eine Alternative zu irgendwelchen kräftigen Amus. Und ist auch für mich auch sehr ungewöhnlich, wie ich finde, so von der Farbkombination. Aber ich glaube, die meine Lippenfarbe lässt es noch so ein bisschen dunkler werden. Also man, wenn man nah herankommt, dann sieht man, dass die Lippen sehr, sehr hell und sehr tonnüt sind, als hättet ihr irgendwie ja, Lippen, die heller geworden sind durch Kälte oder so. Aber wenn man das jetzt hier so sieht im Spiegel, dann finde ich, dass die eigene Lippenfarbe so ein bisschen diesen hellen Nude-Ton noch ein bisschen dunkler erscheinen lässt und vom Weiten sieht man das nicht so und so tolle. Also ich finde das auch hübsch. Und könnte auch zu diesem Look auch passen, die ich heute trage. Ja. So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsreihe. Und zwar mag ich auch ganz, ganz gerne matte Lippenstifte. Und ich habe jetzt hier wieder einen drauf, der heißt 250 Mad About Pink. Und wie der Name sagt, das ist ein sehr, sehr schönes Pink. Geht auch noch so leicht in Koralle. Und es trocknet auf den Lippen matt. Und das Tollste ist dabei bei matten Lippenstiften, dass die noch beim Abschminken oder beim längeren Tragen noch so ein Stain hinterlässt. Das heißt, wenn ihr jetzt trinkt oder esst oder auch allgemein, lässt es noch so einen wunderschönen Stain und hinterlässt einen wunderschönen Stain, so wollte ich das sagen. Und es ist in der, im Spiegel sieht das auch ein bisschen neonfarbig aus, aber ich glaube in der Kamera nicht
so dolle, also so kräftig Neon wie der O2, den ich gezeigt habe, ist es nicht. Aber dieser Pinkton, der sticht schon sehr, sehr gut heraus. Das zeige ich euch kurz. Da ist der. Auch ein sehr, sehr schöner Lippenstift. Passt auch zu vielen Looks, die man schminkt, zu natürlichen Armus oder auch mal in Kombination mit einem kräftigen Armu. Und ich mag es auch sehr gerne. Ich trage dazu auch mal einen sehr, sehr schönen pinkes Rouge auf und ein bisschen Lidschatten in der Pink-Richtung oder so. Jo. So sieht es dann aus. Fühlt sich auch sehr gut an. Und ich habe das Gefühl, dass meine Lippen trotz dieser matten Formulierung, dass die nicht austrocknen. Also die haben auch noch so eine leichte Pflege noch auf den Lippen. Und ich finde den schön. So, dann habe ich noch einen Lippenstift aus der matten Reihe. Und zwar die 260 It's a Matte World. Das ist ein wunderschönes Rot. Und so sieht der im Gesamtwerk aus. Also das hätte ich auch tragen können heute mit diesem Look. Und jetzt zeige ich euch das in der Nahaufnahme. So sieht das aus. Dahinter ist auch wirklich ein wunderschöner Stain. Je länger man es dreht und wenn man zwischendurch trinkt und isst, hinterlässt er noch so einen schönen Stain. Dieser Lippenstift trocknet auch nicht auf den Lippen aus. So. Hat auch noch so eine leichte Pflegewirkung. Und ich liebe ihn. Ja. Und ich sehe, mein Akku blinkt. Ich muss das gleich aufladen. Aber ich finde den super toll. So, gleich geschafft mit unseren Lippenstiften. Ich habe jetzt hier die 300 Kiss Me If You Can auf den Lippen. Das ist ein wunderschönes, dezentes Rosa mit super schön feinen Glitzerpartikeln. Und ich mag die auch wirklich sehr, sehr gern, da es einen sehr dezenten Schimmer hat und eine Farbe, die sehr, sehr dezent ist. So sieht das Ganze dann auch aus. Hat auch so ein leichten, klassisches Finish, wie ihr seht. Also die Lichtreflexe sind toller. Ich trage das auch gerne auf dem matten Lippenstift auch gerne mal auf. Also da ist es kein Problem. Kommen wir zu meinen absoluten Lieblingslippenstift und derzeitiger Favorit. Und zwar ist das von Catrice, der 340 Berry Bradshaw. Und ich liebe diesen dunklen Lippenstift sehr. Er passt sehr in die Jahreszeit natürlich rein, aufgrund der Farbe. Ich liebe halt dann mit dieser Farbe verschiedene Looks auszuprobieren. Also ich mag ihn sehr und ich habe auch sehr, sehr viele Komplimente bekommen, als ich diesen Lippenstift zwischendurch getragen habe. Und da habe ich gedacht, das ist der Knaller aus meiner Lippenstiftsammlung. Ich zeige den euch jetzt mal in der Nahaufnahme. So sieht
der aus ein wirklich schöner, bäriger Rotton, Weinrot. Ich mag ihn einfach sehr. Also ich liebe auch mit dieser Farbe auch zu spielen, also das heißt verschiedene Looks damit zu testen, ob Nude-Töne, kräftige Töne oder hier zu diesem Look könnte ich das auch ein bisschen kombinieren. Und ja, mit einem wunderschönen Blush dazu, den von MAC zum Beispiel. Den habe ich ja, ist ja dieser hier von MAC, den könnte ich dann nochmal dazu kombinieren. Das ist der MAC Desert Rose, ein Blush, und ich mag ihn auch sehr, den habe ich auch zwischendurch verwendet. Und ja, ich traue mich nicht immer teure Produkte zu verwenden, weil, ja, ich weiß auch nicht wieso, aber wirklich super. So, kommen wir zum letzten Catrice Lippenstift für heute. Ich habe jetzt die Nummer 370 in the Rose Garden aufgetragen und ich mag den hier auch genauso gerne, da er ein wunderschönes dunkles Nude Rosenholzton ist. Und ja, also ich könnte mich bei den meisten Lippenstiften nicht entscheiden, was nimmst du für welchen Look und ja, was sind deine Favoriten in diesen, bei diesen Catrice Lippenstiften? Also ich mag sie sehr, auch wenn es nicht immer so aussieht, als könnte ich aussieht, als würde ich mich regelmäßig schminken, aber ich trage auch so meinen Lippenstift, ohne dass ich mich schminke. Also ich liebe es. Ich werde euch mal ranzoomen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen ein bisschen. Weil es ist jetzt schon langsam duster und deswegen weiß ich nicht, ob ihr das noch erkennt. So sieht diese Farbe aus. Wirklich glossy, super, toll und eine schöne Farbabgabe. Jo. Also bei den meisten Lippenstiften sind die Farbabgaben super. Mal sind die dezent pigmentiert, mal sind die super krass pigmentiert. Also ich bin begeistert von diesen Lippenstiften. Vielleicht werde ich mir noch ein paar zulegen. Aber Catrice ist bei den meisten sehr, sehr beliebt. Und das ist dann halt meine Catrice-Sammlung. Und ja, also ich bin mit den meisten Produkten bzw. von den meisten Lippenstiften da sehr, sehr zufrieden. Mal weniger, mal mehr. Aber bei den meisten bin ich eigentlich 100% zufrieden. Ich kann die Looks oder die Lippenstifte wählen, die mir gefallen zu einem Look. Und ich bin halt nicht eine, die halt aufpasst, ob es zum Herbst passt oder zum Sommer oder zum Frühling. Oder zum Winter, also Winterfarben, da bin ich nicht so der Typ für. Ich trage das, was ich möchte. Und ja, ich hoffe, die kleine Swatches Party im ersten Teil hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt, was eure Lieblingsfarben sind und was eure Lieblingslippenstiftmarke ist. Und ja, die nächsten Teile werde ich dann die Tage auch weiterdrehen. Und ich hoffe, ja, dass wir uns auch bald wiedersehen. Ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auf eure Besuche und wir sehen uns demnächst bald wieder. Tschüss, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss.